Hallo ihr Lieben, willkommen zur 30-Tage-Challenge Basteln mit Papierresten. Hier ist Tanja. Ja, hier habe ich jetzt hier Papierreste mir zugeschnitten. Und zwar habe ich mir die zugeschnitten auf 7,5 mal 11 cm, habe mich aber dann für einen Farbton entschieden, wie ihr sehen könnt. Außerdem brauchen wir Tonpapier oder Fotokarton in dunkelblau. Da habe ich jetzt A4-Bogen genommen und den werde ich mir zuschneiden. Und zwar so, dass das natürlich hier drunter als Rahmen passt. Da ich das hier auf 7,5 mal 11 cm habe, werde ich das jetzt auf 8 cm mal 11,5 schneiden, viermal. Jetzt nehme ich doppelseitigen Kleberoller und klebe erstmal das Designpapier auf. Wie ihr also seht, wir basteln heute vier Karten. Jetzt nehme ich mir hier verschiedene Stempelfarben und habe jetzt hier zwei verschiedene Stempel, jeweils mit einem Tannenbaum. Und das stempel ich mir drauf. Ich habe mir jetzt hier Fotokarton zugeschnitten auf mein Hintergrundformat 10 x 14 cm, viermal. Ja, wenn du keine Prägemaschine hast, kannst du diesen Schritt auch auslassen oder du kaufst dir geprägtes Papier. Wobei ich sagen muss, also es ist jetzt ja nur der kleine Rand, der hinterher zu sehen ist. Es ist nicht ganz so schlimm, wenn du jetzt keine Prägung hast. Das ist halt nur ein kleines Highlight, sage ich mal. Weil das ja nur am Rand gleich zu sehen ist bei der Karte. Ja, und hier habe ich jetzt meine Frohe Weihnachten Sticker. Die wollte ich ja auch schon längere Zeit mal aufbrauchen. Und jetzt schaue ich, dass ich die hier drauf bekomme, dass man es auch lesen kann. Aber da ist ja genug Platz. Ansonsten hätte ich jetzt halt kleinere Aufkleber genommen. Oder man kann natürlich alternativ auch stempeln. Aber ich wollte halt mal wieder diese Sticker aufbrauchen. Die habe ich ja noch kistenweise. Und deswegen bietet es sich natürlich da an, da auch mal die Reste wegzubasteln. Ich denke mal, der eine oder andere von euch hat bestimmt auch noch diese Sticker in seiner Kisten. Weil man kann ja schön damit basteln. Vor allen Dingen, wenn man nicht so eine schöne Handschrift hat. Also ich habe keine schöne Handschrift. Ich bin dann immer dankbar, wenn ich damit Stempel oder mit solchen Stickern arbeiten kann. Hier sind noch so ein paar Sterne. Die könnte ich eigentlich auch noch schön darauf verteilen. Passt sogar sehr gut. So leicht dezent ist das Ganze und nicht zu aufdringlich, nicht zu bunt. Das gefällt mir eigentlich, weil es halt sehr neutral ist. Vielleicht auch ein kleines bisschen edel durch dieses silberne Farbene. Als nächstes habe ich hier so Satinband mit Silber. Ihr könnt natürlich auch andere Bandreste nehmen. Das klebe ich dann im Hintergrund auf. Ungefähr in die Hälfte.
Und da klebe ich dann das drauf. Könnte ich jetzt mit Abstandsband aufkleben, damit es Dimension bekommt, oder ich klebe es ganz drauf. Ich kann es auch mal so machen. Schöner ist es natürlich, wenn man das mit 3D-Band macht. Aber ich sag mal, der Vorteil ist natürlich, wenn man das nicht mit 3D-Band macht, ist einfach der, dass es nicht zu dick wird, auch bezüglich eventuelles ja, Versandporto und so weiter. Ist es natürlich so ein kleines bisschen besser, wenn es dünn ist. Aber man kann beides machen. Ich werde jetzt auch mal beides machen, um euch das zu zeigen. Erstmal mache ich überall das Band dran. Jetzt nehme ich mal für die zweite Karte so ein 3D-Band. Gerade wenn man es nicht verschickt oder nur als Beilage in einem Paket hat, da kann man natürlich auch diese etwas dickeren Karten nehmen. Seht ihr, das ist nämlich dann etwas höher. Das bekommt dann Dimension und das finde ich eigentlich, sieht das ganz schön aus. Na, seht ihr, Struktur und Dimension. Ja, so gefällt mir das eigentlich vielleicht sogar ein Ticken besser als das. Ich werde jetzt zwei so machen und dann werde ich das auf eine Doppelkarte jeweils kleben. So, jetzt habe ich mir vier Doppelkarten gemacht, zwei dunkelblaue und zwei weiße. Und jetzt werde ich mir meine Karten verteilen, so wie es mir am besten gefällt. Das dunkelblaue passt vielleicht gut da drauf. Das schwarze machen wir auch hier drauf. So, jetzt nehme ich mir meinen doppelseitigen Kleberoller und klebe das Ganze einmal auf. Das mache ich natürlich mit allen vier. So, das sind jetzt meine weihnachtlichen, schnell gemachten Doch-Karten. Und ich finde sie eigentlich sehr edel. Mir gefallen sie sehr gut. Und ja, ich habe mal wieder ein bisschen Designpapier verbastelt, was ich noch da hatte. Und ich sage, bleibt gesund, bastelt euch glücklich. Bis bald, eure Tanja. Tschüss.